Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute, was haben wir eigentlich für einen Tag? 31. März. Und es ist Zeit, mein tägliches Planche- und Frontlever-Workout zu machen. Und ich dachte mir so, komm, ich nehme euch einfach mal mit. Außerdem habe ich keinen Bock, allein zu trainieren. Und wenn ich mit euch das Ganze mache, dann bin ich einfach motivierter und ziehe es halt einfach eher durch, ne? Weil, ja, wenn ich euch das Ganze hier erzähle, dann muss ich das Ganze auch durchziehen. Okay, ich würde sagen, mit Planches fangen wir an, damit bin ich nämlich noch am schlechtesten. Und wir machen die einzelnen Übungen zusammen, ganz kurz, kurze Runde. Und dann erzähle ich euch, was ich als nächstes vorhabe während der Quarantänezeit und wobei ihr mich dann natürlich auch begleiten könnt. Glaube ich, echt mehr diese Dinger benutzen. Ich wollte eigentlich ohne diese Griffe das Ganze machen, aber meine Handgelenke schmerzen langsam richtig heftig. Deswegen weiter mit Griffen. Wow. Sage ich, diese Planches jeden Tag ein bisschen zu machen. Schon eine harte Nummer. Ich denke, ich werde runtergehen auf jeden zweiten Tag. Und ich glaube, damit fahre ich ein bisschen besser wahrscheinlich. So, jetzt Frontlever. Ich glaube, mit gestreckten Beinen. Beide probiere ich heute gar nicht. Deswegen jedes Bein einzeln. Ja. So eine Übung, schon ordentlich anstrengend. Oh, ich spüre es richtig krass im Latt auch. So die Brust versuchen rauszudrücken und halt nicht wackeln, ne? Aber die Dinger sind echt nicht schlecht, kann man mit gut arbeiten. Okay, einen Satz machen wir noch. Okay, Leute, jetzt. Ist mir aufgefallen, dass die meisten YouTuber im Fitnessbereich eigentlich schon die ganze Zeit Homeworkouts machen. Viele auch, die überhaupt keine Ahnung davon haben und so weiter. Aber hier auf dem Kanal beschäftige ich mich auch mit ein bisschen mehr Dingen als einfach nur Fitness. Und deswegen beschäftigen wir uns jetzt außerdem mit einem Buch. Wer schon hier länger auf dem Kanal ist oder mich irgendwie auf WhatsApp hat, sieht immer überall steht Peaceful Warrior. Das liegt am guten Dan Millman. Es gibt auch den Film Peaceful Warrior und ich habe zwei Bücher gelesen darüber auch. Und das ist das Neueste, was ich jetzt habe. Die goldenen Regeln des friedvollen Kriegers. Und hier stehen einige Regeln drin und einige Kapitel. Und die möchte ich jetzt mit euch ein bisschen auseinandernehmen und besprechen in den nächsten Tagen. Dazu werden wir vielleicht einfach mal einen Spaziergang machen, über ein Kapitel sprechen oder ich gebe euch einfach Input, was ich daraus gelernt habe und so weiter. Ihr könnt es mal abchecken. Das Ganze ist wirklich, wirklich kraftvoll einfach. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Weil er vereint viele, viele Dinge aus verschiedenen anderen Büchern irgendwie, alles in einem. Und das finde ich einfach extrem gut. Außerdem packt er es in verständliche Worte, sodass es wirklich auch für jeden irgendwie nachvollziehbar und
ja, logisch auch ist. Ja, so viel dazu. Damit beschäftigen wir uns auf jeden Fall die nächsten Tage. Wer das Buch kennt, schreibt mal in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Ja, Leute, das war's auch schon. Wenn ihr euch wundert, warum nicht so viele Fitness-Trainings, Homeworkout kommen wie bei all den anderen YouTubern, das liegt einfach daran, dass ich das alles schon dass die letzten 2 Jahre gemacht habe und eigentlich ihr nicht mehr braucht als das. Also wenn ihr euch die alten Videos reinzieht, dann habt ihr echt genug Material, um easy noch bis zum 19. April durchzuhalten. Und das ist auch schon das Stichwort, 19. April. Vorher würden auf jeden Fall die Corona-Zeiten nicht enden hier. Und ich glaube auch, wir werden noch länger was davon haben. Aber wir möchten uns jetzt so ein bisschen mehr mit anderen Dingen noch beschäftigen, weil es langweilt mich auch mit dem Fitnesskram. Außerdem habe ich herausgefunden und improvisiert, wie ich jetzt ohne Capture Card streamen kann live. Und das ist auch schon der nächste abschließende Punkt. Ich hätte Bock, live zu streamen, mal auszuprobieren, mal gucken, wie das so ist. Und vielleicht auch mal so ein paar Fitness-Videos von den ganzen YouTubern zu analysieren, die gerade die Homeworkouts machen, obwohl sie eigentlich niemals Homeworkouts gemacht haben wirklich oder eigentlich halt krass Bodybuilder sind und glauben, wenn sie erhöhte Push-Ups machen, ersetzt das jetzt extrem das Bankdrücken mit 100 Kilo oder so. Und ja, darüber können wir zum Beispiel sprechen, wir können Reactions machen, alles, was ihr wünscht. Wenn ihr besondere Wünsche habt, schreibt mal gerne unten in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt, dass ich mal einen Livestream mache. Wir können das theoretisch super schnell umsetzen. Mache ich ein Thumbnail, Premiere, starten auf, weiß ich nicht, 20, 19, 18 Uhr, was auch immer euch gut passt. Und dann machen wir das Ganze mal und gucken einfach mal, wo uns das so hinführt. Ja, in diesem Sinne, Leute, bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen. Für die, die immer noch nicht abonniert haben, die alle die Videos gucken, aber nicht abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.